Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe Online. Ich bin's, der Black, und wink mal, genau, dankeschön. Wir befinden uns in der Kammer des Scheidewegs und wollten heute mit dem Bösi sprechen und ein wenig mehr über Balins Expedition und vermutlich auch deren Ende erfahren. Nun gut, ich denke, lange Rede, kurzer Sinn. Wir legen los, spielen den Uri und gucken mal, was am Ende bei rumkommt. Im Prinzip, wir wissen ja, wie es ausgegangen ist, denn nicht zuletzt das wissen wir aus den Filmen. Wir wissen, dass hier keiner mehr ist. Aber das Wie und Warum, das wissen wir noch nicht. Wir haben gesehen. Sohn des Fundin glaubte leider, er könne Moria mit einer kleinen Streitmacht zurückerobern. Wie die Gemeinschaft des Rings erfahren musste, lassen sich die zahllosen Orks und die Macht von Durins Fluch nicht so einfach zur Seite schieben. So ist es. So, wir sind unten in der ersten Halle. Der Ort kam mir bekannt vor. Das ist die zerbrochene Brücke da. Die war offensichtlich schon zerbrochen zu dem Zeitpunkt. Na gut, okay. Dann ist es nicht die Brücke, wo der Balrog geplättet wurde. Wie der erweckt wurde, haben wir ja mal in einer anderen Instanz gesehen. Aber jetzt erstmal reden wir mit Fra. Hauptmann Uri, seid ihr da? Ich hatte schon befürchtet, wir würden vor eurer Ankunft überrannt werden. Aber mit eurer Stärke können wir die Orks zurückdrängen. Ach, wäre Balin doch noch am Leben. Wir brauchen seine Führung gegen diese Ork-Horde. Wir müssen geschlossen vorgehen. Sonst werden wir den Abend nicht erleben. Während des letzten Angriffes wurde ich von Lonny und Nali getrennt. Wir müssen auf der anderen Seite der Brücke zu ihnen stoßen. Aber viele Orks sind aus dem Abgrund emporgeklettert und stehen jetzt zwischen uns und unseren Gefährten. Wir müssen sie besiegen, bevor wir mehr von ihnen treffen. Na dann, okay. Balin ist scheinbar schon tot, also den werden wir wohl nicht treffen. So, dann sei es so. So, mal gucken, ich habe Waffenmeister-Skills. Mal gucken, ob ich so halbwegs mit denen klarkomme. Oder sind das, ja doch, sind Waffenmeister-Skills. So. Ich hätte sie mir vielleicht vorher nochmal angucken müssen, aber das kriegen wir hin. So. Wumm. Hallo. Ein wenig Kratzen im Hals habe ich momentan. Ich hoffe, das bisschen Husten stört euch da nicht. So, einmal tröten. So, okay. Dann nehmen wir uns den nächsten vor. Da können wir mal, ja, genau so machen. So. Irgendwie kommt mir mein Waffenmeister irgendwie mit den Attacken schneller vor. Ich weiß nicht. So, na gut, der nächste. Die nächsten Leute werden hier vernichtet. Von mir meistens. Ne? Achso, der ist schon tot. Na gut, aber dafür haut er ordentlich drauf. Also, wir können uns über diesen Waffenmeister nicht beschweren. Buri, wahrlich ein echter Held. Also, Uri. Nicht Buri, habe ich jetzt gelesen, weil ich hier oben gleichzeitig Bolzeniel gelesen habe. Natürlich ist das nicht Bolzeniel, aber ihr wisst ja, wie das so läuft in Spielen. Man ist immer mal jemand anders. Vor allem, wenn man Geschichten erlebt. Ha. Oh, die haben mich gar nicht gebraucht. Na gut. Okay. Es sieht schlecht aus, Hauptmann. Diese Kreaturen scheinen kein Ende zu nehmen. Für jeden Ork, den wir töten, erscheinen zwei neue aus der Dunkelheit. Doch wir sind immer noch die Zwerge von Khazad-dûm. Wir werden nicht zulassen, dass die Orks uns aus unseren Hallen vertreiben, in denen wir zu wenige Jahre gelebt haben. Und Lonny? Es war falsch, nach Khazad-dûm zurückzukehren, Hauptmann. Mit Balins Tod scheint dieses Bestreben aussichtslos. Diese Orks sind zu zahlreich. Nein, nein, wir werden standhaft bleiben. Ich werde wie ein Zwerg sterben. Niemand soll Lonny einen Feigling nennen. Gut, Fra. Die Entscheidung ist also gefallen. Ein letzter, ruhmreicher Kampf gegen die Orks. Es stimmt mich traurig, dass niemand davon singen wird, Hauptmann. Hauptmann Uri, aber ich bin froh, solch ehrenvolle und verlässliche Zwerge an meiner Seite zu haben. Für Balin! Für Khazad-dûm! Und für den Ruhm der Zwerge! Orks? Oha. Ja. Jetzt ist es wahrscheinlich unsere Aufgabe, einfach drauf zu gehen. Ja. Ah, das sind auch dicke Orks, das ist nicht so gut. Ja, sehr wahrscheinlich habe ich irgendwie das Gefühl, dass wir jetzt gerade ein bisschen weniger bis keine Chancen mehr haben. Wer weiß, wäre das erste Mal, dass wir absichtlich, glaube ich, hier verlieren müssen.
Oder? Oder hatten wir das schon mal? Ja doch, wir hatten im Prinzip sowas in der Art schon mal, aber nicht in der Form, dass wir sterben müssen. Ja. So. Von links! Das andere links! Achso, da auch. Lalalala. Ich gehe mal hier mit. Ich frage und Nali helfe. Die Tröte macht schon ein bisschen was weg. So. Also, okay, den haben wir. Ist nur ein Scharmützler, den platzen wir weg. Ich helfe erstmal hier nicht weiter, weil der braucht keine mehr. Hilfe meine ich. Oh Mann, oh Mann. Na, mal gucken, wie wir lange wir durchhalten. Ich schließe Wetten ab. Denn je länger wir hier durchhalten, desto länger. Oder desto weniger Orks können natürlich Bolzendiel begegnen. Ja, ja. Das ist bestimmt genauso kausalisch erstellt, das Spiel. Jeden Ork, den ich hier töte, der verschwindet automatisch aus der Welt von der Zukunft. Ich schwör's. Das ist so geprogrammiert. Ich schwöre es bei dem Leben von Ori. Ja. Woran ein? Achso, Ehre sei den Ori. Ja, genau, das war ja hier. Stargate, genau. Wir stoßen das Tor zu den Sternen auf. Irgendwann. So, mal gucken, wie weit wir kommen. Allmählich werden es doch ein paar mehr. So. Aber wir sind alle noch da. 4 Zwerge gegen 1000 andere. So. So, die sind platt. Da hinten ist Nachschub. Schön. Immer im größten Getümmel. Das ist Ori mit seinem Lümmel. Das ist die Axt, die er da in der Hand hat. Ne? Nicht, dass wir da irgendwelche falschen Versprechungen machen. So. So, gut, wir werden das Blatt zu unseren Gunsten wenden. Vorwärts, vorwärts. Okay, ich dachte, das ist die Sterbemission. Okay, war es also nicht. Na gut. Aber draufgehen werden wir wohl irgendwann. Vielleicht auch direkt gegen den Balrog, das ist ja auch möglich. Nun, wir werden sehen. So, Nali hat sich schon, auch schon mit 2 angelegt. Da mache ich mal ein klein wenig Unterstützung. So. Den machen wir platt und den anderen auch. Böse Ochse. Kommt ihr? Los, da hoch geht's. Oh, Lonnie ist schon. Was machst du so weit vorne, Lonnie? Hast du nichts zu tun? Ja, ja, oh! Haha! Ich kack dir auf den Fuß! Woanders hin geht ja gar nicht. Bin ein Zwerg. So, ich wollte es nur sagen. Ist natürlich nicht meine Wortwahl, ne? Das ist ja Ori, der ist hier ein bisschen komisch drauf. So, Kriegshauptmann! Hey, Hauptmann! Ich bin hier der Hauptmann! Und du bist auch der Hauptmann. Insofern, Hauptmännen wir! Die anderen beiden braucht man nicht, die töten wir weg. Tröten sie weg. So. So, Fra, bleib doch mal da. So. Wartet, Hauptmann, hier stimmt was nicht. Es gefällt mir nicht, Hauptmann. Irgendein Schatten liegt vor uns. Seht, wie mir die Hände zittern. Mir, der ich bislang noch vor keinem Feind verzagte habe. In dieser dem Durchgang wartet etwas uräußerst Böses. Schlimmer als alle Übel, die wir bis heute gesehen haben. Ich glaube nicht, dass wir ihm entgegentreten können. Wir müssen uns zurückziehen. Wir müssen uns zurückziehen. Wir müssen über die Brücke fliehen. Ich werde euren Rückzug. Oh, da ist er. Tuk-tuken. Verschwindet von mir, ich werde den Vormarsch stoppen. Ja, tschüss. Ich muss jetzt leider gehen. Meine Frau hat angerufen, das Essen ist fertig. Tschüss. Wenn ihr Hilfe braucht, sagt Bescheid, ja? Lalalalalalala. Wir hauen jetzt hier ab.
Wir hauen jetzt hier ab. Die anderen beiden sterben. Das ist doch nicht so knapp. Naja. So. Oh, der ist auch schon wieder beschäftigt. Hey, warte auf mich. Orks hauen kann ich. So. Okay, na dann. Boah. Siehste, Orks hauen kann ich. Na komm, Fra, wir gehen weiter. Oder Frère, oder wie auch immer. Frère Schacke, Frère Schacke, dorme vous, Soli Lemantine, ding dang dong. Ist, glaube ich, die französische Version von Bruder Jakob, wenn ich mich, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Guck mal, da steht noch ein Zwerg. Ey, Tilly, geh mal hinter zu den anderen, die bräuchten dich vielleicht mal ganz kurz. Wir müssen essen gehen. Schnell, bringt Hauptmann Hori in die 21. Halle. Wieso? Müssen wir jetzt auch noch... ja, okay. Ich bin der Hauptmann, ich muss fliehen. Wir müssen zusehen, dass wir euch hier rausbringen, Hauptmann Hori. Wir müssen uns zur 21. Halle zurückziehen und hoffen, dass sie dort aufgehalten werden können. Ja, endlich essen. Bin nur wegen dem Mittagessen zurückgekommen. Das könnt ihr mir glauben. Ich bin kein Feigling. Nein. Ich war mir nicht sicher, ob ihr noch lebt. Hauptmann Uri, aber ich bin froh, dass es dem so ist. Ich wollte euch doch das Mittagessen servieren und ich wollte euch für unsere letzte Verteidigung hier haben. Wir warten immer noch auf Nachricht von den Kundschaftern, die ihr nach Westen entsandt habt, aber bisher haben wir noch nichts gehört. Und jetzt haben die Orks die Brücke und die zweite Halle eingenommen und nähern sich unserer Stellung von allen Seiten. Wir werden Freya und Lenny und Nali folgen, Hauptmann. Auch wenn wir noch etwas ausharren müssen. Hört! Wer ist da? Ist es einer der Kundschafter? In der Tat, vom Westohr ist er zurückgekehrt. Hallo, Kundi! Der Olgier war's. Olgier, hey! No! Erkundschafte mal unseren Heimweg. Unsere Flucht. Wie wir hier ausharren werden und sterben. Mein Hauptmann, ich bringe traurige Neuigkeiten. Der Teich ist bis zur Wand am Westtor angestiegen. Dort gibt es keine Fluchtmöglichkeit. Die Mission der Ehrenwerden Uin ist gescheitert und wurde vom Wächter im Wasser überrascht. Und seine Waffe konnte nichts ausrichten. Und ja, der arme Uin. Die umgegenden Hallen füllen sich mit Orks, Hauptmann. Ich habe gerade so bis hierher zurückgeschafft. Mehr konnte ich nicht tun. Doch, es war sinnlos. Was sollen wir tun? Wir haben keine Chance. Ja, aber die werden wir nutzen. Altes Klischee. Also. Was sollen wir tun, Hauptmann? Ihnen ist Ihnen hier in der Halle entgegentreten? Es ist hoffnungslos. Wir werden ob ihrer schieren Zahl überrannt. Tilly hörte einen Plan mit steinerner Mine und festem Blick zu. Also festem hellen Blick. Ihr habt recht, Hauptmann. Wir werden uns in der Kammer von Mazarbul zurückziehen und ihnen mit allem, was wir haben, entgegenstellen. Vielleicht können wir ihnen lange genug standhalten, um die Schläge unserer Äxte zu spüren und unser Kampfgeschrei hören zu lassen. Jo, genau. Und dann unsere Todesschreie auch. Ja. Das werden die grausamsten Todesschreie sein, die je gehört haben. Die werden vor Angst erzittern, wenn wir sterben. Bestimmt. Na, gucken wir mal. Ein Zwerg hat sich noch nie einem Kampf, ist noch nie vor einem Kampf geflohen. Außer es gibt Mittagessen. Und Gold. Hauptmann Ori, ich möchte mit euch sprechen, während wir die Türen verbarrikadieren und uns vorbereiten. Jetzt, da es so weit gekommen ist, Hauptmann, bedauere ich, dass eure Rückkehr nach Moria so kurz und schmerzvoll war. Kurz wie ein Zwerg. hatte Balin Unrecht, als er uns hierher führte und annahm, dass alle Flüche, die auf dieser Halle lagen, aufgehoben seien? Jetzt ist
es für die Fragen zu spät, aber ich werde nicht zulassen, dass diese hoffnungsvolle Reise so endet und für alle Zeiten in Vergessenheit gerät. Hauptmann Uri, ich bitte euch, vollendet eure Erzählung in dem Buch, in dem solche Dinge aufgezeichnet werden. Es liegt dort auf dem Grabmal, das für Fürst Balin errichtet wurde. Andere haben die Erzählung begonnen, aber ihr sollt sie vollenden. Ich will nicht, dass unser Schicksal in Vergessenheit gerät. Das ist das Buch, was Gimli dann findet, ne? Hier ruht Balin und so weiter und so fort. Ist es das? Bin mir nicht sicher. Naja, ich schreibe mal da. Ach nee, das war das Buch von Mazarabul. Das da, wo die Geschichte zu Ende geht. Balin, das steht ja hier drauf. Ich hab's geschrieben. Ich weiß nicht, ob da. Wollt ihr nochmal Korrektur lesen? Hallo? Ich will doch nur. Ich hab's nicht mit der Rechtschreibung. Guckt nochmal nach, bitte. Ach, Mensch. Alles muss man selber machen hier. So. Ja, okay. Diesen Ork, den kriegen wir hin. Und dann haben wir ja alle fertig. Mehr ist es doch nicht mehr. Hier, guck mal, wie einfach das geht hier. Und so etwas soll uns gefährlich werden. Päh. Sind doch nur Ochse. Da kommen Nächsten. Ich wollte es nur gesagt haben. Warum rennen wir eigentlich weg? Sind doch nur 4 Ochse. Ha. Aber jetzt sterben wir hier. Töt, Mist, das war doof. Hehe, du hast Pfeile in die Decke geschossen. Das funktioniert nur außerhalb. Ich schwör's. Oh, Masok ist auch mit dabei. Ja, greifen wir die Zwerge an. Ich bin hinter euch. Ihr seid dickköpfig, ihr Madenbart. Aber Masok wird euch... Ich werde euch zurück zu eurem Schöpfer bringen. Oh, das könnte durchaus sein. Wo sind die anderen? Sind die schon tot? Mach mal den hier lieber. Ja, okay. So, damit wir Masok nicht gleich plätten hier, machen wir erstmal hier rüber. Ja, ja. Wo sind die anderen? Die haben doch alle überlebt. Sind die hier zum Sterben zurückgeblieben oder was ist das? Meine Ruhe. Na gut. Masok kriegen wir noch Plateau. Wird jetzt so beschlossen. Ja, haha. Du kannst meiner Klinge nicht widerstehen. Außer, du bist stärker als ich. Aber das zählt dann nicht. Das ist gecheatet. So. Auf ewig werde ich siegen. Oder besiegt werden. Zu mir, Verbündete, tötet diesen Wurm. Dann werden irgendwie andere Leute. Was? Ihr seid ja fies. Oh, oh. Jetzt wird's kritischer. Lalalalala. Warum? Das ist voll fies, wenn da... Ihr sollt doch... Hört doch mal auf, hier andere Leute mit ranzuschleppen. Das ist nicht nett. Abgeschlossen. Wir können nicht hinaus. Wir können nicht hinaus. Ja. Jetzt, okay. Aber den durfte ich noch platt machen. Das ist gut. Wir können nicht hinaus. Ja, auf Balins Grab, da haben wir gegraben. Und da lagen wir. Und sind jetzt mit dieser bösen Geschichte durch. Dennoch werden wir mit Bösi in der bösen Geschichte nochmal reden. Ich weiß nicht, ob es diesmal anders sein wird. Wenn die Seiten. Vorbereitungen für den Sturm treffen. Ja, genau, weil hier drin ist es sehr stürmisch öfters. Wenn ihr die Seiten von Mazarabul irgendeine Hoffnung verheißen, Bolzenjel, dann haben wir sie nicht gefunden. Wenn wir dort überleben wollen, wo Balins Zwerge besiegt wurden, müssen wir uns auf einen bevorstehenden Angriff vorbereiten. Vielleicht können wir nicht siegen, aber wir werden uns ihnen zumindest in den entgegenstellen. Jawohl! Ich kriege Saphir, Edelstein der Ausdauer. Vitalität, kritische Treffer. Geschicklichkeit, Beweglichkeit, kritische Treffer ist Blödsinn. Schicksal, kritische Treffer ist wahrscheinlich das, was ich haben wollen würde am meisten. Wir kriegen eine Vermächtnisrune und wir bekommen einen Schicksal, kritische Treffer, Blutedelstein. Ja, Beweglichkeit brauchen wir nach wie vor nicht. Vitalität wäre auch mal ganz lustig, aber wir nehmen den Edelstein da. So, beenden das.
Die Gruppe um Balin, Sohn des Fundin, fand in den dunklen Hallen Morias ein übles Ende. Durins Fluch ist fort. Doch in den Hallen hausen immer noch unzählige Orks. Können die zurückkehrenden Zwerge sich behaupten? Die Orks bereiten sich auf den Krieg vor. Und die Zwerge müssen es ihnen gleich tun. Ja, also der Balrog ist nicht mehr. Die Kammer des Scheidewegs auf den Krieg vorbereiten. Genau, der Balrog ist, wie gesagt, nicht mehr. Das heißt, dieses Problem wird uns nicht mehr entgegenstehen. Allerdings heißt das ja nicht, dass uns nicht andere Probleme entgegenstehen. So, mein Funkenflug hat ein wenig Neues bekommen. Funkenflug ist der neue, den ich bald einsetzen werden wollen würde. Rang 2 können wir hier ein bisschen steigern auf 3. Das ist schon mal gut. Und dann müssten wir den irgendwann mal ausstatten. Und dann würde ich den fast überlegen, den einzusetzen. Das werde ich auch bei Gelegenheit machen. Aber erst einmal hier. Die Kammer des Scheidewegs auf den Krieg vorbereiten. Genau, Vorbereitungen für die Kammer des Scheidewegs auf den Krieg. So in der Art würde ich die Quest nennen. Ich befürchte, dass uns dasselbe Schicksal wie Balins Expedition ereilen wird, wenn wir uns nicht auf den Kampf vorbereiten, Bolzeniel. Wenn man Afar Glauben schenken kann, könnte die Rache von Masok seinem Herrn schnell erfolgen. Wir dürfen nicht ruhen, ehe wir auf das Schlimmste vorbereitet sind. Wir müssen uns auf diesen Vernichtungsschlag vorbereiten. Und wenn wir Glück haben, wird er nicht unser Ende bedeuten. Wie es bei dem Fall von Balin war, der nicht wusste, was ihm bevorstand. Erklärt meinen Zwerg Sluddi, Sigdan und Talfi hier in der Kammer des Scheidewegs die Situation und helft ihnen bei den Vorbereitungen auf den bevorstehenden Angriff. Zumindest die Großbinge wird bereit sein. So. Gut, dann wissen wir ja, was wir das nächste Mal zu tun haben. 3 Quests. Mittlerweile kommen wir auch wieder in einen Bereich, wo man sagen kann, jo, vom Level her, das passt. Das ist sehr gut. Das freut mich persönlich am besten und am meisten und überhaupt. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Allerdings muss ich erstmal ein bisschen anderes Zeugs erledigen. Unter anderem diese Folge beenden. Wir könnten mal hier diese Vermächtnisrune 8000, das ist ja wurscht. Was ist das hier eigentlich gewesen? Weg. Weg brauchen wir nicht steigern. Weg brauchen wir nicht steigern. Funkenflug vielleicht nochmal. Hauen wir es auf Funkenflug. Der könnte es am ehesten gebrauchen, weil der am ehesten der ist, den wir weiternehmen. So. Okay, wunderbar. Das wiederum bedeutet aber, dass es für heute zu Ende ist. Lasst ein Daumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Bis denne. Tschüss.